So, meine Freunde, es geht ja weiter im Let's Play. Max Payne. Okay, wir sind der gute Max und wir sind hier in der U-Bahn und wir müssen immer noch die anderen Leute finden. Denn nur tote Leute sind gute Leute. Ihr wisst ja, die Designerdroge wie und so und... Was? Habt ihr das denn? Ihr könnt durch Wände sehen. Sie können durch Wände sehen. Nein, können sie nicht, aber. Achso, das ist nur ein Schuss. Da kann ich rein. Okay. Ich weiß, ich habe in der letzten Folge ein paar Painkiller. Verdammt. Ein paar Painkiller übersehen. Ich weiß, dass ich nicht gerade der Beste bin, wenn es darum geht, Sachen zu sehen. Shit. Okay, Game saved. Schnell speichern ist. Was zur Hölle? Ja, stirb. Du elendes Gesochse. Okay. Action. Ja, was machen wir eigentlich? Wir suchen immer noch unseren Freund Alex, der sich mit uns treffen wollte. Wir wissen aber noch nicht warum. Oh fuck. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Oh, verdammt. Stecken bis zum Hals in Scheiße. Das meine ich ehrlich. Das meine ich auch so, wie ich es gesagt habe. Stecken bis zum Hals in der gottverdammten Brühe. Ja. Gerade als ich dachte, ich wäre raus. Ziehen Sie mich wieder rein. Ja, gut. Alles klar. Das trifft ja auf nix. Frag mich auch, was zur Hölle war das? Das trifft ja auf nix ganz gut zu. Denn er dachte auch, er wäre raus. Und dann kommt alles ganz anders. Okay, die Beretta. Das ist schon mal gut. Beretta. Speicher hier. Stier! Das war nichts. Stier! Okay. Die Grafik hier war zur damaligen Zeit echt hervorragend. Und die ist immer noch ganz ansehnlich, wie ich finde. So abgesägte Schrotflinte, die ist aber uncool. The door had been welded shut ages ago and the bomb was missing a detonator. Ja. Die Bomben sind angelegt, seht ihr ja. Aber der Zünder ist nicht da. Müssen wir es machen. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Hallo? Hallo? Nochmal speichern. Das kann man nicht oft genug machen, meine Freunde. Das ist ehrlich das Wichtigste. Aha, ein Banküberfall. Jetzt wissen wir auch, woher die Dingens kamen. Diese Explosion, diese Erschütterung. Die wollten hier eine Bank überfallen. So einfach ist das. Alarm. Oh shit. Ja, damit hat er nicht gerechnet. Oh, ich armes Schwein. Ups. Irgendwas kaputt. Ah, verdammt.
Verdammt, Merde! Okay, neu laden. Stirb! Dreckiges Gesochse, stirb! Hier bringt meine Frau mein Kind um, stirb! Hat voll nichts gebracht. Hälfte der Munition habe ich voll in die Wand geschossen, aber egal. Wow, shit. Okay. Oh, das wollte ich gar nicht. Naja, egal. Ich verteile die Kugeln wie Gummibärchen. Wir müssen uns konzentrieren. Ha, voll in den Rücken. Geh drauf. Oh, das war knapp. Ja, da ziehst du mal eine Grimasse, mein Freund. Ich bin mir ganz schwindelig. Da liegen Penke, ne? Oh ja. Okay. Telefon. Come to you now live from the crime scene. Who is this? Right back at you. This is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. You are to cease your criminal activities and surrender immediately. Sure thing, Jim. Me and the boys have been talking and everyone's real sorry. They'll never do it again. Who the hell is this? Being placed at the scene of a bank robbery wouldn't have tipped the odds in my favor. Huh. Wohl wahr. Hier ist noch was, mit wir interagieren können. Was ist damit? Damit können wir Vault C öffnen. The bank robber score lay on the table. Da. The bank robbers have been after Acer Corporation bonds. The Acer success story had recently been on every channel and on the cover of every magazine. Hm. Aktienklauen, ich verstehe. Wertpapiere. Naja, naja, ob das so gut ist, ich weiß ja nicht. So, was läuft hier? The bank robbers had left their tools on the table. Hm, ganzes Equipment hier liegen lassen. Judging by the detonators, the crooks had bought enough explosives to send Lady Liberty into orbit. Richtig. So, jetzt haben wir den Zünder. Und damit, ihr wisst ja, können wir da hinten durch die Tür. Hier ist ein richtiges Massaker. Verdammt. Hier liegt überall Gold, ne? Aber sonst sind die nur für Wertpapier. Schwach. Nimm dir was mit, Max. Nimm dir was mit. Tu es. Tu's einfach. Tu's. Los, tu's. Verdammt. Wow. Au. Das da. Ja, gut, ich hab ja Feuer gespeichert. Okay. Stirb. Ah, der hat eine Granate geworfen, deswegen. Schießt denn da so grimmig? Boah, ärgerlich. Irgendwer hat's da auf mich abgesehen. Ich weiß gar nicht wieso. Okay. Ich werde den schmeißen wieder eine Granate runter. Ja, da ist er. Uah, schnell weg. Killer einwerfen. Das ist unser bester Freund. Die Drohung. Okay, schnell weg.
Natürlich in Zeitlupe, wie auch sonst. Klatsch. Und ich dachte immer, dahinter steht einer, aber... Hold it! Max! Jesus, you almost gave me a heart attack! Ach, Alex. Alex, we're glad to see you. What the hell's going on? There are more corpses here than at the city morgue! It's an armed robbery. A tunnel job straight to the Roscoe Bank vault through the old station wall. It's his wife. This is Lupino's gig? This is Lupino's doing? Lupino's men? Really? You sure know how to pick a place? Can you get through? No, it's locked. We gotta get out of here. If it's Lupino, it's... Alex? Alex! Verdammt, noch ein Pfand verloren. There was nothing I could do. He was dead. I could tell by the empty, accusing stare of his eyes. Verdammt. Er wusste wahrscheinlich zu viel. Wow. Fuck. Stiel. Ungebildetes Volk. Okay, wow. Schießt denn da so gierig auf mich? Meine, diese gefährlichen Leute hier, das ist ja unglaublich. So. Oh fuck. Wow, hoho, wow, hoho. Oh verdammt, das war unklug. Ich habe natürlich zwischendrin nicht gespeichert, das war sehr unklug, weil da eine Granate geflogen kam. Ja, okay. Ich habe natürlich zwischendrin nicht gespeichert, ich Genie. Wow! Verdammt! Sprengung hat mich doch noch erwischt. Herr im Himmel! Herr damit. Versteckt sie immer hinter dem... Okay, Granate Nummer 1. Okay. Da ist er. Treffe ich den überhaupt? Ja, ich treffe ihn. Gut. Beretta, dieser Igel. Alles aufgehoben? Alles aufgehoben. So, das Ganze nochmal. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum weiß er das alles hier? Ich hätte das schon mal aufgenommen, aber da ist mir die Aufnahme abgeschmiert. War natürlich uncool. Deswegen wusste ich das jetzt alles schon. Hold it. Max, Jesus, you almost kann der noch springen? Das kennen wir ja jetzt. Nein, das ist nicht so eine gute Idee. What the hell's going on? There are more corpses here than at the city morgue. It's an armed robbery. A tunnel job straight to the Roscoe Bank vault through the old station wall. Is this why? This is Lupino's gig? This is Lupino's doing? Lupino's men? Really? You sure know how to pick a place? Can you get through? No, it's locked. We gotta get out of here. If it's Lupino, it's... Alex? Alex! Du wirst dafür bezahlen. There was nothing I could do. He was dead. I could tell by the empty, accusing stare of his eyes. Stirb. Okay. Tot? Ja, der ist definitiv. Oh. Nein, die habe ich nicht gesehen. Nichts drin? Ach, armes Land. So. Speichern. Nicht, dass wir wieder hier drauf gehen, das wäre nicht so toll. Oh Gott.
Na super. Das tötet einen natürlich sofort. Stiel. Was, er braucht da Schuss in und ich hol's mir halt ab. Wow, noch einer. Aha. Ja, ja, so läuft das. So, nochmal. Jetzt haben wir 8 Painkiller. Ja, das dürfte erstmal reichen. Painkiller ist full, ja dann. Und den Schalter betätigen und dann da raus. Dann flüchten. Ins kalte Land. Flüchten. Ins kalte New York. Alex had kept me relatively sane for the past 3 years. Now I didn't know how I felt. Somehow he had stumbled upon something big and ended up stepping on Jack Lupino's toes. Und jetzt kommt Kapitel 3. Playing it Borgard. Lupino ran his racket of sex, drugs, and contract killings from a sleazy hotel in a slum block of tenements. The NYPD was closing in. I could hear the sirens. Their wail was a crescendo. Lupino thought he could get us by taking Alex out and leaving me to take the fall for it. All he had gotten was my attention. I went for the hotel first. It was a sad old thing with flickering lamps and faded colors, cheap mobster punks and tired-eyed prostitutes. I walked straight in, playing at Bogart, like I'd done 100 times before. The place was run by a couple of murdering mobsters with shark smiles. The Finito brothers. Ladies and gentlemen, it's the pain in the butt. Pain to the max. You're killing me. Do you make that up yourselves, or you get some wino downstairs to come up with it? Don't answer that. A rhetorical question. I got something for the boss. Lupino around? That kind of depends on who's asking. A friend or a junk squad plan. But don't answer. It's one of them, how do you put it, rhetorical questions. Lupino ain't here, but he said bye. Lupino wasn't in his cheap hotel. Instead, I ran into the Finito brothers. My cover had been blown, the door slammed shut behind me, and then I was dodging bullets like raindrops. Oops. Keine gute Idee. Heute nicht. Alter! Was ist denn mit ihm los? Habt ihr das gesehen? Das ist denn nicht normal? Alter! Was ist denn mit euch los? Wie viel vertragt ihr denn? Ja! Okay, das ist gruselig. Verdammt. Das sind echt miese Penner. Holt mich von rein. Aber gut, ich mache jetzt mal einen Schnitt und sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, meine Freunde. Tschüssikowski.